Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Wenn wir die nächste Tonleiter im Quintenzirkel anpacken, dann kommen wir nach D-Dur. Und wie nicht anders zu erwarten ist, haben wir neben dem Fis noch ein zweites Kreuz, das heißt Cis. Also wir müssen jetzt nicht nur das F vertauschen, sondern auch noch das C. Wir haben dann statt F Fis, statt C Cis und damit zwei Kreuze. Ihr seht unten, wie das aussieht. Unsere Tonleiter heißt dann DE Fis G A H Cis D. Und jetzt suchen wir zuerst ein D. Hier genau der Ton zwischen den beiden schwarzen Tasten. Und los geht's. Schön nach Plan. D, E, Fis, G, A, H, Cis, D. Und für euch zum selber nachmachen. Viel Spaß!